Dann würde ich mal sagen, jetzt müsste es okay sein. Und dann fange ich jetzt nochmal an. Begrüße dich nochmal ganz herzlich, lieber Giovanni. Und vielen Dank für deine Geduld. Das ist super. Und jetzt darfst du dich gern noch einmal versuchen und dich den Hörern kurz vorstellen. Und ja, freue mich auf das, was du zu sagen hast. Giovanni, die meisten kennen mich unter Gio. Und ja, ich gebe mir Mühe, den Menschen ein bisschen was beizubringen. Das ist meine Hauptaufgabe, gerade in dieser besonderen Zeit, wo wir leben. Auf unserer Webseite seid, da sind vier Personen und alle sind unabhängig einer von dem anderen, messen diese Werte und geben mir sie dann durch. Da sitzt einer in Wien, einer ist besser, einer hier und das andere bin ich dann selbst. Und so vergleichen wir dann und posten dann den Mittelwert von unseren vier Messungen. So, das wäre mal das, was zu erwähnen ist. Habt ihr jetzt Fragen diesbezüglich, dann stellt sie bitte oder schreibt sie. Dann können wir die, ich bitte da Danny, das zu managen, mit den Fragen beantworten. Und ich werde versuchen, darauf dann zu antworten. Ist das okay, Danny? Hallo? So, der liebe Giovanni scheint gerade zu schweigen. Ich habe ein Problem noch. Jetzt hört ihr zumindest den Giovanni schon mal gut. Nur ich habe ihn nicht live auf meinem Ohr, was natürlich ein Interview sehr schwierig macht. Das heißt, da muss ich auch nochmal dran arbeiten. Giovanni lacht, ich auch. Und Giovanni, du hörst mich ja jetzt zumindest. Ich werde das zwischenzeitlich hier noch regeln. Ich kriege das auf die Reihe. Und vielleicht magst du noch ein bisschen mehr zu dem sagen, was mit den Schwingungserhöhungen momentan vor sich geht und vielleicht auch das Bild, was über deinem Bild im Radio zu sehen ist, was das zu bedeuten hat. Die Hörer sind soweit im Grunde aufgeklärt. Wir haben sehr aufgeklärte Hörer. Aber vielleicht hast du ganz spezielle Dinge noch zu sagen, die die Hörer interessieren könnten. Und ich versuche in der Zwischenzeit, dich auch hier live mitzuhören. Okay, danke dir. Ja, das Bild, was soll ich dazu sagen, Dani? Das war zu meiner Zeit, wo ich noch in Sizilien gelebt habe. Das ist mittlerweile schon über 3 Jahre her. So lange bin ich jetzt schon in Deutschland. Und dann, dass ich da eine Glatze rasiert habe, das hatte mit meiner Ernährung zu tun. Ich habe ganz kurzweilig mich entschieden, dass ich eine äußere Reinigung wie eine innere Reinigung bräuchte. Und das hat dann stattgefunden, dass ich meine innere Reinigung geheißen hat, dass ich mich ab dem Datum vegan ernährt habe und das dann auch äußerlich praktisch dadurch symbolisiert habe, durch komplettes Abrasieren der Haare, sozusagen geduscht habe ich immer jeden Tag. Aber das sollte einfach für mich eine Bestätigung sein. Selbstverständlich war das kein einfacher Weg, die Ernährung umzustellen. Aber bedenkt bitte, liebe Hörer, alle eines. Dieses Sprichwort, du bist, was du isst, ist nicht vom Blödsinn, sondern Wirklichkeit. Und wenn wir immer nur negative Energie in uns hineinstecken über den Ernährungsweg, dann ist das mein Lieblingsthema geworden, weil ich mittlerweile vom Veganer zu 90% jetzt Lichtnahrung zu mir nehme. Ich werde selbstverständlich versuchen, nächste Woche oder vielleicht am Wochenende gerade über dieses Thema ein Video zu drehen, weil dieses Thema sehr wichtig ist, dass man das genau erwähnt, wie, so und warum, dass das gerade in unserer Zeit erfolgt. Ihr solltet einfach mal drüber nachdenken, was man sich überhaupt antut über den Ernährungsweg. Wir gehen nämlich meistens hin, überlegen nicht, was wir unserem Körper, unserer Seele antun.
bedenkt einfach, dass alle Tiere, wenn wir noch Tiere essen, leider sind das immer noch mehr als genug, dass alle Tiere nicht mehr so leben, wie sie früher gelebt haben, dass sie einzeln aufgezogen wurden. Alle Tiere werden nicht artgerecht gehalten. Und diese Tiere, was die alles erleben, speichern sie ja auch als Schwingungen, als Hormone, als Ängste. Und das essen wir alles mit, wenn wir denen ihr Fleisch essen. Und dann haben wir diese Probleme in uns drin, wie zum Beispiel diese sogenannten Burnout-Syndrome, die stattfinden. Das ist nur durch praktisch zu 90% durch Fleischgenuss ist das bewiesen mittlerweile. Bedenkt, was ihr euch antut, wenn ihr diese Ängste der Tiere in euch hineinsteckt. Ja? Und darum sollte man sich gerade darüber Gedanken machen. So, was jetzt am wichtigsten zu erwähnen ist dabei, wenn wir uns mit diesen Schwingungen auseinandersetzen, die im Moment im Außen sind und die im Moment so drastische Maße angenommen haben, sodass wir alle darunter leiden, die einen leiden mehr oder weniger darunter, aber es gibt auch einige Lebewesen, die gar nicht darunter leiden. Und da ecke ich meistens an, wenn ich darüber rede. Denn die Lebewesen, die überhaupt nicht darunter leiden, das sind diejenigen, die gewählt haben, eben nicht unbedingt aufzusteigen. Die fühlen nichts, die leben weiter wie bisher. Dann gibt es die anderen Lebewesen, oder Seelen, Menschenseelen, die ganz drastisch darunter leiden, das sind diejenigen, die voll in diesem Aufstiegsprozess drinstecken. Und diese Seelen, ja, die fühlen alles in ganz empfindlichem Maße. Das geht von Körperschmerzen, Körperbeschwerden, Kopfschmerzen und so, Schwindelattacken und so weiter. Und die können dann praktisch sich sehr viel helfen durch eine buchstäbliche Reinigung in ihres Energiefeldes. Das ist dann auch wiederum ein Thema, wo ich nachher nochmal speziell darauf zurückkomme. Und dann gibt es dann die dritte Sorte, die fühlen fast gar nichts mehr. Das heißt, die sind schon richtig in ihrer Mitte, sind schon mitten im Aufstiegsprozess drin, tun schon sehr viel für ihre Reinigung im Energetischen und in dem Moment brauchen sie nichts oder wenig zu leiden. Das sind dann diejenigen, die schon sehr viel Prana-Nahrung zu sich nehmen. Was heißt jetzt Prana-Nahrung zu sich nehmen? Das ist immer wieder ein Begriff, diese Prana-Nahrung. Prana-Nahrung heißt einfach das Göttliche, was wir um uns herum haben, bedingt durch diese galaktische Welle, ist es ja zu uns gekommen. Und diese Prana-Nahrung, die können wir, also nicht nur ich, sondern jeder von euch, jeder Seele auf der ganzen Welt kann diese Prana-Nahrung nutzen, wenn sie es einfach nur tun. Ja, das ist das Problem. Die wenigsten Menschen wissen, wie es funktioniert. Da wollen wir ja allgemein Abhilfe schaffen. Und die anderen Menschen, die sind nicht in der Lage vom Energetischen her, dass sie da die Kraft besitzen, sich diese Prana-Nahrung einzuverleiben. Ja? Und darum sollte man unbedingt drüber nachdenken. Ich werde euch versuchen, das Schritt für Schritt in der Form zu erklären, dass wir durch diese Prana-Nahrung unseren Aufstieg beschleunigen. Aber nicht nur dadurch, sondern dass wir uns energetisch reinigen. Unsere Reinigungsarten, wie wir sie früher hatten, ich stelle mich in violettes Licht, ich bitte Erzengel Michael um Hilfe, ich hülle mich ganz ein in diese
das weiße göttliche Licht und so weiter. Das sind alles Reinigungsarten, die schon noch immer noch helfen, aber nicht in dem Sinne oder in dem Maße, sage ich mal dazu, wie die Erdschwingung weiter hochsteigt. Und dadurch haben wir dann viele Probleme, dass wir da uns anpassen können. Das ist jetzt dieser Weg, den wir gehen müssen. Einmal den Weg der Reinigung und zum Zweiten den Weg der Prana-Nahrung. Das beinhaltet selbstverständlich, dass wir auf andere Dinge verzichten sollten, die uns nämlich schaden könnten. Wie übermäßig Alkohol trinken, wie übermäßig Fleisch essen und so weiter. Diese Dinge würden uns beschweren. Und viel, viel trinken, das ist im Moment das Wichtigste, wo wir uns helfen können. Selbst helfen können, darin vorwärts zu kommen, wie wir damit umgehen. Der nächste Punkt ist der, dass wir uns anstrengen sollten, in unserer Mitte zu sein. Und diese Mitte zu finden, bei dem, was wir tun, das ist nicht immer einfach. Die meisten von uns, die haben nur ein sogenanntes normales Leben. Das heißt, sie gehen arbeiten jeden Tag. Sie können ja nicht alle schon Rentner sein wie ich. Und die wenigsten können das. Und die, die jeden Tag arbeiten, die sind bedingt durch ihre Arbeit, sind sie diesen Energien von außen stärker ausgesetzt als wir anderen. Und die sollten gerade am meisten sich reinigen können. Und diese Energien, wenn sie dann nach Hause kommen oder auf dem Arbeitsplatz, können sie die schon auflösen, sodass sie es viel einfacher haben, ihr Leben in dem Sinne zu genießen und unseren gesamten Aufstieg viel besser in die Tat umzusetzen. Das ist mal ein wichtiger Punkt. Da sage ich an der dann sage ich an der Stelle schon mal ganz lieben Dank, Giovanni. Ich muss mal ganz kurz zwischendurch sagen, ich habe das technische Problem jetzt gelöst. Ich höre dich also okay. Live. Also wir können jetzt ganz normal ein Interview führen hier. Das funktioniert also. Und das war, was du bisher gesagt hast, schon mal alles sehr, sehr interessant und natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und das sind auch die Punkte, die wir hier im Radius Herzens immer wieder erkennen, dass wir ganz klar sagen, Ernährung, ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir uns, wie du auch gesagt hast, mit tierischer Nahrung noch in Anführungsstrichen vollstopfen, dann ist es auch mit der Schwingung ein Problem, dass also die Schwingung dann nicht entsprechend steigen kann, sondern eben diese Angstschwingungen der Tiere letztendlich auch in uns sich ausbreiten und natürlich auch negativ sich auswirken. Und dann natürlich das höchste Ziel der Prana-Nahrung, die du auch angesprochen hast, das ist natürlich etwas, wo ich persönlich zum Beispiel auch schon seit ein, zwei Jahren drüber nachsinniere und auch schon Versuche gestartet habe, also Bücher gelesen habe von Jasmohen zum Beispiel. Und ich weiß letztendlich, dass wenn ich diesen letzten wichtigen Schritt für mich gehe, dass ich einmal in der Schwingung stark angehoben werde, das kannst du sicher bestätigen, und zum anderen auch einen besseren Kontakt auch zur geistigen Welt letztendlich mir dadurch eröffne und die Hilfe der geistigen Welt, die sie ja anbietet. Und wir sind ja diejenigen, die ja nur darum bitten brauchen. Und je niedriger man schwingt, desto schwieriger wird das natürlich auch, zur geistigen Welt Kontakt aufzunehmen. Vielleicht magst du da noch so ein paar Worte zu sagen. Ja, das ist mit der wichtigste Punkt. Denn wenn man sich nicht verbindet mit der geistigen Welt, in sich geht und hier sagt jemand, ein Gast, erlaube dich zu lieben. Klar, das ist das Wichtigste, die Selbstliebe. Und wenn ich Selbstliebe habe, dann werde ich selbstverständlich den Kontakt zur geistigen Welt als allererstes Ziel auf meine Wunschliste setzen. Denn wenn ich diese Verbindung nicht habe, wie will ich mich dann selbst lieben? Ne? Und diese Verbindung, die ist sehr, sehr wichtig, dass ich hingehe und diese Verbindung suche. Und diese Verbindung suchen kann ich immer nur dann, wenn ich aufpasse, was ich denke, wenn ich aufpasse, wie ich rede,
wenn ich aufpasse, wie meine Gedanken sich formen. Denn gerade die Gedanken sind unsere Schöpfer, Gedanken überhaupt in unserem Leben. Ich habe dir, Dani, das vorhin erklärt, wie wichtig Gedanken sind in unserem Leben, besonders wenn wir positive Affirmationen machen jeden Tag, dann haben wir einfach Gehilfen durch diese positive Affirmationen erschaffen, die geistig begünstigt werden. Erschaffen wir aber negative Gedanken, dann haben wir auch negative Wesenheiten oder Dämonenformen, die uns belasten und unser Energiefeld permanent runterziehen. Und darum sollte man unbedingt kontrollieren, seine Gedanken kontrollieren lernen. Wolltest du was sagen, Dani? Du bestätigst im Grunde das, was in mir auch ich fühle. Ich muss ja zu mir sagen, ich bin auf dem Weg, so wie wir alle auf dem Weg sind. Der eine ist schon, ich mag das gar nicht so sagen, der eine ist ein bisschen weiter, der andere ist noch nicht so weit, aber wir alle sind auf einem Weg nach vorn. Und je mehr wir uns im Grunde von unserem Herzen leiten lassen, das ist, was ich auch immer wieder sage im Radio des Herzens, darum haben wir auch damals den Namen gewählt, Radio des Herzens. Hier sollen Dinge stattfinden, die mit dem Herzen zu tun haben. Das Herz weist uns den Weg letztendlich an unser Ziel, und wenn wir zu sehr noch vom Verstand uns leiten lassen oder vom Ego, sagt man ja auch, dann haben wir auch mit Schwierigkeiten noch zu kämpfen. Ich sehe, du nickst und kannst das sicherlich bestätigen. Ja, das Ego ist der Ego, das ist unser schlimmster Feind. Ne? Gerade bei der Ernährung will ich da wieder ein Wort darüber reden, über den Ego. Ich habe das in einem anderen Video zum Beispiel auch beschrieben, dass das Ego das Allerschlimmste ist. Ne? Denn unser Ego bestimmt unser Leben, weil es unser Verstand ist, der ja eben nun mal so alt ist an Erfahrung, wie wir sind. Und dieser Verstand, der will uns immer vorschreiben, was wir zu tun haben. Wenn wir aber jetzt unser inneres Herz, die Stimme in unserem Herzen mal verstehen lernen, und das ist im Moment unsere Entwicklung, dass wir lernen, wie das vor sich geht, auf seine innere Stimme zu hören und lieb mit sich selbst zu sein, sich selbst zu lieben, in die Selbstliebe zu kommen, in dem Moment, dann wird das Ego Nebensache. Das heißt, dieses Verstandesmäßige nach Normen, nach Mustern und nach strengen Vorschriften in der Form zu leben, wie wir das anerzogen bekamen von Kind an, ja, das ist nicht mehr relevant. In unserer heutigen Zeit sollten wir praktisch nur noch, und Anführungszeichen, auf unsere innere Stimme hören. Und wenn wir dann auf diese Stimme des Herzens hören, das ist das Wichtigste, dann wissen wir, dass diese Stimme des Herzens, ja, die betiteln viele Menschen als, ich weiß nicht genau, was ich da fühle, oder wenn mal eine Stimme reinkommt, ja, ich weiß auch nicht genau, soll das mal die Stimme eines Engels gewesen sein, oder sie sind immer am Zweifeln, ja. Und wenn man mehr auf diese innere Stimme hört, was unsere Göttlichkeit darstellt, dann weiß man einfach, das ist wahr. Und das ist die Stimme, die wir hören sollten und die uns bewegen sollte, außergewöhnliche Dinge zu tun. Und das ist wichtig für uns. Ja, sehr schön. Das ist auch gerade wieder ein Punkt gewesen jetzt, wo ich also so manchen Hörer vielleicht verstehen kann, der dann sagt, ich höre mein Herz nicht sprechen und ich weiß nicht, wie das geht. Und ich war selbst also auch natürlich in der Energie gewesen, dass ich also andere beneidet habe, ja, die können mit ihrem Herzen sprechen, wie geht denn das? Und ich habe das nie so richtig begriffen, bis es irgendwann von ganz allein begonnen hat, dass ich auf dieses Herzgefühl, also in der Mitte der Brust, was von da für Gefühle kommen, eigentlich die Sprache ist. Und wenn man so ganz zur Ruhe kommt, dann vermag man auch irgendwie Worte daraus zu erkennen, und die haben natürlich ganz viel mit Liebe zu tun, denn Liebe ist unser Weg, so wie du es auch so schön gesagt hast. Liebe führt uns letztendlich in diese höheren Dimensionen, wo wir hinwollen.
wir sprechen auch von der bedingungslosen Liebe, also die Liebe, wo es eben einfach keine Bedingungen mehr gibt. Da wird nichts mehr beurteilt, nichts mehr verurteilt. Das ist die göttliche Energie. Und da ist natürlich immer dieses kleine Ego, derjenige, der so ein kleines Hindernis ist dabei. Ne? Wir wollen nicht sagen, dass es schlimm ist, dass es ein Ego gibt. Das Ego hat uns natürlich auch viele Dienste erwiesen. Aber in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, ist es uns ein Hindernis, wenn wir zu sehr der Stimme des Egos folgen. Ne? Ja, genau. Das ist ja unser Hauptproblem heutzutage. Denn wir lassen uns ja gerne verleiten, was das Ego uns sagt. Ne? Und diese innere Stimme des Herzens, die können wir nur finden, wenn wir in uns hinein horchen. Und bitte schön, ich bitte einen jeden von den Zuhörern, geht mal einfach hin, setzt euch ganz ruhig hin. Und dann atmet ihr diese Liebe des Universums, die überall um uns herum ist. Atmet diese Liebe ein, ganz tief. Und dann sage ich euch, ich bin Liebe. Ich bin göttliche Liebe. Und wenn ihr dann wieder ausatmet, dann sagt ihr auch nicht, ich atme verbrauchte Luft aus, so wie euer Ego euch das sagen würde. Ne? Dann sagt ihr, ich atme diese Liebe, die ich jetzt bin, atme ich auch aus. Und dann gehe ich wieder hin und atme das Ganze wieder ein und aus. Und in dem Moment erschaut ihr um euch herum ein fantastisches Feld der Liebe. Und das wird immer größer, je länger ihr das tut. Setzt euch aber mal hin, testet das aus. Ihr werdet selbst feststellen, wie fantastisch das funktioniert. Und so steigert ihr wiederum eure Energiefeld ins Positive. Und das steigt so eine Atmungsweise immer höher. Und wenn ich euch jetzt sage, das war das ganze Geheimnis schon, denn das, was ich euch gerade beschrieben habe, das nennt man einfach Prana-Atmung. Sehr, sehr interessant, ihr Lieben. Ja, das ist sehr schön. Danke, Giovanni, schon mal für diese sehr interessanten Informationen in so kurzer Zeit. Ich bin Liebe, ja. Und was sage ich auch immer, was hinter die beiden Worte Ich Bin setzt, da achtet ganz genau drauf, weil das hat eine unglaubliche Energie. Denkt auch an die 33 Lehren von Saint-Germain, die Giovanni sicherlich auch kennt. Und Ich Bin, ich will es gar nicht aussprechen, aber wir haben oft gesagt, ich bin krank oder so. Ne? Sagt das nie wieder, weil das ist dann das, was ihr auch im Leben tatsächlich erfahrt. Wenn ihr aber sagt, so wie Giovanni eben auch gesagt hat, ich bin Liebe, das ist die höchste Energie, die es gibt. Und wenn ihr das einatmet, dieses Gefühl, was dabei aufkommt vom Herzen her und das dann auch wieder ausatmet, dann, ja, das ist die Prana-Atmung, wie Giovanni sagt. Und das ist wahrscheinlich auch der Weg hin zur Lichtnahrung dann, also zur Prana-Nahrung. Ne? Genau, so wie es ist. Ja. Damit fängt man einfach an, sich zu ernähren, dass man hingeht und diese Energie der Liebe des Universums einatmet. Selbstverständlich, Entschuldigung, selbstverständlich geht das noch viel, viel weiter. Also diese Prana-Atmung, das ist eine Grundvoraussetzung, um die Basisenergie im Körper mal aufzunehmen. Man kann selbstverständlich diese Energie, die überall in der Luft ist, in Pflanzen ist, im Essen sogar ist, die kann man ganz wunderbar in sich hineinziehen. Mentale Kraft ist gefragt, gerade bei der Prana-Nahrung. Ich muss da immer eine kleine Anekdote erzählen. Da waren wir von unserem Workshop aus München unterwegs nach Hause und dann sind wir am Bodensee ganz kurz stehen geblieben und Ulrike, meine Lebenspartnerin, die hat da noch ein bisschen Obst gekauft und dann standen wir da am Erdbeerstand an der Straße, an der Seite und sie hat dann einige Kleinigkeiten für sich eingekauft, weil ich ja nichts esse. Und dann stand ich daneben, ich habe mir richtig da Erdbeeren reingezogen, sodass ich nachher sogar im Auto saß und dann ein Aufstoßen hatte von Erdbeergeschmack.
Dabei hatte ich ja gar keine Erdbeeren angepasst. Ne? Ich habe nur diese Energie von diesen Erdbeeren mental in meinen Körper gezogen. Und so funktioniert ganz einfach jetzt ausgedrückt diese ganz einfache Prana-Nahrung. Man kann von diesen Früchten, Gemüse oder gekochtem oder sonst was, kann man alles, was da ist an Nährstoffen, kann man in sich hineinziehen. Selbstverständlich haben wir bei der Prana-Nahrung noch andere Vorteile, dass wir mental steuern, wenn da irgendwas vor uns liegt, wo wir wissen, da sind negative Aspekte drin, dann ziehen wir selbstverständlich nur die positiven raus, wogegen unser Körper sonst diese Arbeit verrichtet, denn wenn wir was essen, essen wir alles zusammen und unser Körper muss das unterscheiden zwischen positiv und negativ und er scheidet das aus, was negativ oder ungebaut, nicht gebaut werden kann. Und dann können wir uns in etwa vorstellen, wie wir unseren Körper dadurch belasten. Und bei der Prana-Nahrung können wir ganz bewusst immer nur das Positive überall rausziehen, was wir möchten. Ja, wenn ich zum Beispiel an einem schönen Wiese vorbeigehe, dann mache ich es nicht wie die Kühe und knie mich hin und kau das Gras. Aber ich ziehe mir aus diesem Gras, was da duftet mit den Blumen alles, ziehe ich mir einfach die Lebensenergie, die ich brauche in dem Moment, ziehe ich mir raus und ich gehe weiter, als wenn ich mehr als 10 Mal gegessen hätte, voll dynamischer Kraft und marschiere weiter drauf los und fühle mich wohl und gut und bin aber körperlich in keinster Form belastet. Das ist so in etwa die Erklärung, wie Prana funktioniert. Sehr, sehr interessant, lieber Giovanni. Also, wenn ich nochmal zurückdenke an die Zeit, wo ich diese Bücher von Jasmuhin gelesen habe, da habe ich also so einen Hinweis, also wenn ich drüber nachdenke, nicht gefunden, dass man also wirklich so wie eben du eben die Erdbeeren beschrieben hast, das ist eine göttliche Frucht, die Erdbeere, und wenn man sie einfach anschaut und genießt und die Energie sozusagen in sich hineinzieht, und davon letztendlich satt wird. Erinnert mich auch ein bisschen daran, also das war bei mir vor einem Jahr gewesen, da habe ich 7 Tage lang versucht, in diese Lichtnahrung reinzukommen und habe dann in der Zeit, wo ich so ein Hungergefühl hatte, mir dann die schönsten, ja, das war vielleicht verkehrt, Torten und Pizzen vorgestellt. Ich hätte vielleicht doch lieber Erdbeeren und Bananen mir vorstellen sollen, wäre energetischer gewesen und vielleicht hat es deswegen nicht geklappt. Also bei der Nahrungsaufnahme sollte man immer bedenken, dass das auch ein Prozess ist. Man kann nicht einfach von heute auf morgen sagen, ich mache jetzt nur noch Lichtnahrung. Der Weg dahin auch für mich war sehr, sehr lang, ja. Und er ist ja immer noch nicht ganz zu 100% vollzogen. Ich sage immer, ich bin zu 90% esse ich jetzt Lichtnahrung. Meine Gelüste und wie kann ich das beschreiben, meine Geschmacksknospen, die stelle ich immer noch zufrieden durch eine Messerspitze voll veganen Brotaufstrich zum Beispiel, den ich dann so im Mund ein bisschen zerfließen lasse, sodass meine Gelüste schon mal auf die Art und Weise gestillt werden, wenn ich denn mal so einen Moment habe. Ja, oder wenn es wirklich ganz schlimm kommt, dann esse ich auch mal eine halbe Erdbeere oder eine Erdbeere oder ein paar Himbeerkerne, die mir dann wiederum den Ausgleich schaffen für das, was ich da sozusagen als Mensch von meinem Ego her verpassen würde oder denke zu verpassen. Darum sage ich immer, es ist ein Prozess. Und dieser Prozess soll langsam vonstatten gehen. Ich bin im Gegensatz zu dem Prozess, den Jasmine beschreibt, dieser 7-Tage-Prozess und 21-Tage-Prozess, bin ich ein bisschen dagegen, weil ich merke, in unserer heutigen Zeit, so verwöhnt unsere Körper sind, sage ich mal so, sind diese Prozesse sehr stark oder sehr schlecht oder schlecht durchzuführen, weil sie einfach zu viel von uns verlangen. Aber das ist ein Thema, das werde ich noch mal präziser
und geleiteter in einem Video beschreiben, wie ich da angefangen habe und wo ich heute stehe und wie ich mir vorstelle, in der Zukunft mich da weiter zu ernähren. Ich will nur noch eine kleine Anekdote auch dazu noch erzählen, wie ich dann persönlich gelernt habe, diese Energien aus Nahrungsmitteln herauszuziehen. Wir haben bei einem von unseren Hausreinigungen bei Kunden haben wir einen Wichtel kennengelernt. Und das war ganz lustig. Der hatte sich dann das war ein großer Bauernhof, hatte sich in der Kornkammer aufgehalten. Und er hat sich dann einmal ganz kurz gezeigt. Und im Nachhinein war das eine ganze Leidensgeschichte vom Sohn vom Bauern, der ganz stark mit Hautausschlag geplagt war. Und dieser Wichtel hat uns dann geholfen zu verstehen, dass dieses Problem bedingt war über bauliche Veränderungen in dem Haus. Das sei mal dahingestellt. Wir haben dann das, was der Wichtel uns erklärt hat, haben wir gemacht mit dem Bauer zusammen und seiner Frau. Und der Sohn ist heute geheilt von dieser Krankheit, weil wir das so bewerkstelligen konnten, sodass die negativen Energien dann abgeflossen sind. Aber dieser Wichtel ist seitdem bei uns zu Besuch und er besucht uns praktisch fast täglich. Und Ulrike, meine Partnerin, sie ist da immer ganz fürsorglich, kann dann wieder ihn bemuttern und sie macht ihn dann immer, weil ich ja nicht mehr mit ihr esse, nur noch am Tisch sitze, macht sie dann ihm immer so ein kleines Tellerchen fertig, wo sie ihm dann von allem ein bisschen hinsetzt und der freut sich riesig darüber. Er kriegt aus sogar eine halbe Tasse Kaffee mit, weil er das, den Kaffee einfach liebt. Und jetzt kann man sagen, ihr spinnt ja, wie viele schon mir gesagt haben, das glaube ich nicht und so weiter. Okay, sei dahingestellt, jeder kann glauben, was er lustig ist. Aber ich sage euch eins, mit dieser Methode der Schwingungsmessung kann man ja auch diese Schwingungen in jedem Essen messen. Wer das mal gelernt hat, findet das faszinierend. Man kann jedes Essen die Schwingung messen, wie groß die Schwingung ist, wie viel Bewusstwerte sie hat, genauso wie man die Erde messen kann. Und wenn wir dann sein Essen, nämlich Poldi heißt unser Wichtel, sein Essen gemessen haben, dann hat er das 6.000, 7.000 oder so Bewusstwerte. Und wenn er dann gegessen hat, dann hat er gesagt, ich bin fertig. Dann haben wir wiederum das Essen gemessen, dann war alle Energie raus, dann war der Pendel sofort auf der Skala auf unten auf Null. Da könnt ihr am besten sehen, dass das Realität ist. Und wenn ihr das dann selbst mal ausprobiert in eurer eigenen Form mit Essen und ihr übt das so, wie ich das zum Beispiel auch mache, dass ich dann mir einen Apfel hinlege, die Schwingung des Apfels messe oder sonst eine Frucht, ne? Und dann setze ich mich hin und trainiere mich, dass ich diese Energie, Lebensenergie, die drin steckt, mit allen Vitaminen ziehe ich in mich hinein, dann kann ich danach den Apfel messen, dann ist ja auch die Schwingung dann auf Null. Also ganz interessante Dinge. Okay, Giovanni ist ja meines Erachtens der Meister der Schwingungsmessung. Und es ist hochinteressant. Wir könnten sicherlich stundenlang über die verschiedensten Themen, was alles mit Frequenzen und Schwingungen zu tun hat, weil es ist ja im Grunde alles Schwingung, alles ist Frequenz, alles ist aus Licht, verdichtetes Licht. Je dichter es ist, desto dunkler und niedriger schwingend ist es letztendlich auch, ne? Und darum machen wir es mal so jetzt. Weil ich hatte mit dem Giovanni ausgemacht, ungefähr eine Stunde. Wenn er natürlich mehr Zeit noch hat und ihr noch Fragen habt und ihr noch gern zuhört, können wir das gern noch verlängern. Ich möchte an der Stelle einfach nochmal zwischendurch all diejenigen noch begrüßen, die noch neu hinzugekommen sind hier zum Interview. Also was ihr hört, ist ein Live-Interview mit Giovanni De Graal. Wer nicht weiß, wer das ist, Bovis-Einheiten sagt vielen was und Giovanni ist einer der vier
die Bovis erhalten, täglich messen. Jetzt war eine Frage hier von der Yvonne Sonne gewesen. Die würde ich jetzt gerne mal, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, Giovanni, würde ich jetzt gerne mal drauf eingehen. Und zwar 21.36 Uhr hat Yvonne Sonne gefragt, weil meine Muriel ja auch Yvonne heißt, darum sage ich die Sonne mit dazu. Wo führt uns der Energieanstieg denn hin? Was kommt auf uns zu? Das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich es wüsste, wäre ich Gott selbst, ne, die Urquelle. Ich weiß es selbst ja auch nicht. Ich weiß nur eines, dass wir jetzt mit den Schwingungen, wie sie momentan da sind, ja, dass das noch lange nicht das Ende der Fahnenstange ist. Und wo führen uns die Schwingungen hin? Ganz einfach, zu unserem Aufstieg, ganz klar. Dafür leben wir, dafür arbeiten wir. Und diese Schwingungen, die bringen es ja fertig, dass wir, unser Körper, unsere DNA-Struktur sich verändert durch diese Schwingung. Warum? Ja, damit wir feinstofflicher werden. Ich meine, so wie unser Wichtel zu Hause, den kann man auch nicht sehen, buchstäblich, man kann ihn auch nicht fassen. Der ist ja schon eine Dimension höher als wir. Und das ist genau das Ziel von dieser Schwingungssteigerung, dass wir eben in diese nächste Dimension hineinwachsen können. Was heißt jetzt wiederum hineinwachsen können? Das heißt ganz einfach, dass unsere DNA-Struktur sich so weit verändert, dass wir immer feinstofflicher werden. Das können wir aber leider nicht, wenn wir doch so niedere Schwingungen zu uns nehmen. Dann ziehen wir ja permanent wiederum unsere ganze DNA-Struktur, die wir schwingungsmäßig aufbauen, ziehen wir selbst wieder herunter durch das, was wir unserem Körper dann in der Form von Essen zuführen. Also das eine und das andere ist einfach nicht kompatibel. So kann man das sagen. Okay, gute Antwort. Jetzt vielleicht nochmal eine ergänzende Frage dazu von meiner Seite. Wenn wir uns draußen die Welt anschauen, so mancher ist in Sorge, was da alles so passiert. Und das hat ja auch mit Schwingung zu tun. Also die Schwingung, die in uns ist, reproduziert sich praktisch ja auch aufs Außen. Das heißt, wie innen, so außen, eins der kosmischen Prinzipien. Wenn wir uns zu sehr jetzt an dem orientieren, was draußen passiert, an negativen Dingen, zieht das natürlich auch gleichzeitig unsere Schwingung wieder nach unten. Ist das korrekt? Ganz klar. Darum ist es ja so wichtig, dass wir uns jeden Tag reinigen. Und dieses Reinigen ist für uns im Moment, wenn wir aufsteigen wollen, das Allerwichtigste. Denn wir können ja nicht beeinflussen, was in der Welt passiert. Wenigstens nicht bedingt. Ja? Wir als Einzelne, die Masse im Kollektiv schon. Aber wenn wir uns dadurch zu sehr beeinflussen lassen, auf unsere Seele bezogen, und ich mache mir nur Sorgen, was wird morgen sein, was wird übermorgen sein, wird das Geld jetzt auf einmal nicht mehr da sein, was lebe ich, wie trinke ich, wie esse ich und so weiter, wenn Strom verschwindet, was machen wir dann und so weiter. Das sind nun mal diese Dinge, die kommen mehr denn noch früher oder später. Und die können wir auch nicht, oder denen können wir nicht entfliehen, indem wir einfach sagen, wir steigen auf. Nein, wir werden schon hier leben, bleiben. Nur, was wichtig ist zu verstehen, das ist ganz einfach, dass wir diese Schwingungen verändern können im Außen durch unser Denken. Wenn ich immer nur an das Negative denke, ziehe ich das Negative an. Das wissen wir alle, das Resonanzgesetz des Universums. Und so ist es genau im Außen so. Wenn ich jeden Tag nur noch von Nachrichten lebe und mir den Mainstream-Medien angucke, was in der ganzen Welt passiert, dann ist es ganz klar, dass das meine Energie herunterzieht. Und da kann ich nicht gut gelaunt sein. Ich mache mir nur noch Sorgen um mich und meine Familie. Gehe ich aber in mich hinein und sage, okay, da mag sein, was will,
ich bin in meiner Kraft, ne, und ich ziehe das Positive an und ich werde auch dafür sorgen, dass das Positive um mich herum bestehen kann. Dann bin ich auf dem richtigen Weg. Da sind mir natürlich gleich die Worte einer wunderbaren Seele eingefallen, die vor 2000 Jahren auf der Erde war. Wir sagen heute auch Jeschua, andere sagen lieber Jesus Christus. Ich selbst sage auch lieber Jeschua. Und er sagte: Warum macht ihr euch Sorgen um den nächsten Tag? Und damit meint er sicherlich genau das, was du gerade eben auch geschildert hast, ne? Ja. Und Ja. das Schöne bei Jeschua ist eben, dass er gesagt hat immer, diese Sorge, warum? Ne? Gott lässt das, den Regen und das Wasser fließen, überall für jeden. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, was wir überhaupt bewerkstelligen können, mit uns selbst, mit unserer Seele, mit unserem Körper, wir brauchen überhaupt nicht essen, wir brauchen nicht mal trinken, um genau zu sein. Wir können, wenn wir das richtig trainieren, die Feuchtigkeit aus der Luft in uns hineinziehen. Da gibt es auch Techniken, die kann ich mal beschreiben später mal. Aber das ist so fantastisch, wie wir geartet sind als Mensch. Ne? Und wir sehen immer nur das Primitive, Einfache, was wir von Kind an gelernt wurde. Also ein globales Umdenken ist erfordert. Und bei den einen, wie schon eingangs erwähnt, ist es schon weiter fortgeschritten, bei den anderen noch nicht so. Und wiederum andere sind gerade erst am Erwachen. Also sollte man auch da die Liebe walten lassen und jedem unter die Arme greifen, dem seinem Maße angepasst, wie er erwacht ist. Und wir können da keine Regeln aufstellen, über keinen, sonst kommen wir in die Wertung. Ja, okay, genau. Und wo du das jetzt gerade gesagt hast, da fiel mir dann gleich wieder jemand ein, der dir auch sehr vertraut ist, namens Gregory Grabovoi, der wunderschöne Gedanken geäußert hat, was wir als Mensch eigentlich tatsächlich sind, dass unsere Möglichkeiten grenzenlos sind, dass wir die Verkörperung des Schöpfers sind. Und damit sind wir Wesen, ja, wo unser Ego immer zwischendurch dann sagt, nee, 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 bitte nicht auf diese Stufe stellen, wir sind nicht Gott, Gott ist da ganz oben und wenn wir so denken, das ist ja Blasphemie, würde man sagen, ne? Und ja, aber wir kommen in diese Energie rein, dass wir immer mehr uns mit diesem Gedanken vertraut machen, wir sind wirklich göttliche Wesen und wir haben unendliche und grenzenlose Möglichkeiten in uns. Wir sind alle ein Aspekt von Gott. Und wenn es das endlich bewusst wird, dann werden wir unwahrscheinliche Dinge bei uns selbst mal zuerst vollbringen können. Wenn wir diese Aspekte noch bewusster werden, dann werden wir so wie Ulrike und ich arbeiten, können alle, denn in jedem steckt dasselbe drin. Wir sind keine Ausnahmen, weil wir so viele Erfolge zu verzeichnen haben. Im Gegenteil, wir sind eben einfach ein bisschen früher aufgestanden, diese Arbeit zu tun, sage ich immer dazu. Da soll keiner jetzt höher von sich denken, als er ist, sondern wir können alle heilen. Wir können alle jemanden anderen heilen. Nur die einen, sie, wie gesagt, die sind schon geweckter und die anderen eben noch nicht so geweckt. Und das ist wichtig, uns das zu überlegen, dass wir alle auf diesem Weg sind. Der Weg der Zukunft ist der, dass wir einfach mit Anschauen, mit bloßem Anschauen, die andere Persönlichkeit, die andere Person, die andere Seele heilen können. Durch diese Energie, die wir übertragen, durch einen liebevollen Blick. Und das funktioniert. Ich habe das schon vor 7 Jahren bewiesen. Weil ich damals in Sizilien gelebt habe, habe ich über heilende Augen, nennt man mich im Netz, da bin ich an sich bekannt geworden, habe ich über Skype die Menschen behandelt, nur mit den Augen zum Angucken. Mittlerweile ist das eine Methode geworden, die viel bekannter geworden ist. Und da konnte ich so vielen Menschen schon helfen, dadurch, dass das funktioniert und dass das geht. Und mittlerweile konnte ich schon viele Menschen wiederum das Lernen helfen, dass sie das selbst heute in ihren Praxen tätigen. Und das ist wunderbar. Sehr schön, ja.
Und da kam hier eine Frage von Muriel. Ich würde aber sagen, dass wir vielleicht eine kleine Musik spielen zwischendurch und danach vielleicht noch so ein paar Minuten anhängen, wenn es dir recht ist, lieber Giovanni. Ja, kein Problem. Wunderbar. Und wir haben ja auch als Gast hier unseren Vincenzo heute da, den ich auch mal ganz herzlich begrüße. Und er schrieb hier auch, ich habe zurzeit das Gefühl, dass mich diese Schwingungen blockieren. Das kann natürlich ein Gefühl sein in uns und wir müssen uns natürlich irgendwo auch, oder wir dürfen uns so ein bisschen mehr immer an diese hohen Schwingungen gewöhnen. Und Giovanni hat es auch vorhin so schön gesagt, das Einatmen der Liebe und auch dieser Schwingungen, ganz bewusst diese Schwingungen, diese täglich, ja, bis gestern haben wir, glaube ich, 26-fache Steigerung gehabt, das wirklich einfach mal zu genießen, sich mal eine halbe Stunde draußen hinzulegen, vielleicht nicht gerade in die pralle Mittagssonne, aber dann wirklich diese Schwingungen ganz bewusst aufnehmen und genießen und vielleicht auch sagen, ich passe mich dieser Schwingung gern an, aus Liebe und dann den Gedanken an den Schöpfer. Und hier hat auch dann noch, wer war das gewesen? Notite oder Notite, wie ich es aussprechen muss, weiß ich jetzt nicht, geschrieben. Vielleicht sind wir alle sozusagen Zellen im Körper Gottes. Finde ich ein schöner Gedanke irgendwie. Wie im Kleinen, so im Großen. Die Zellen in uns bilden den Menschen, der wir sind. Und wir als Zellen, als Gesamtzellen auf dem Globus Erde bilden und natürlich viele andere Zellen noch mit dazu, bilden letztendlich das, was wir vielleicht Gott nennen. Ja, ich wollte noch ein Wort sagen zu Vincenzo. Der schreibt ja, ich habe zurzeit das Gefühl, dass mich diese Schwingungen blockieren. Diese Schwingungen blockieren ihn nicht, aber diese Schwingungen, die er bei sich hat, die negativen Schwingungen, die blockieren ihn. Und die verhindern eben, dass diese anderen Schwingungen ihre Früchte tragen können. Und das hast du jetzt vorhin selbst gemerkt, Dani, dass das alles zu entfernen ist, wenn man das möchte. Das funktioniert wunderbar. Ja, muss ich kurz erklären. Der liebe Giovanni hat also vor der Sendung noch eine halbe Stunde, sollte es sein, dreiviertel Stunde ist, glaube ich, geworden, mit uns eine Reinigung durchgeführt, mit Muriel und mir. Und das war sehr intensiv. Er hat dann dabei auch die Schwingung gemessen, die dann nach jedem Reinigungsschritt immer mehr angestiegen ist. Und das fühlt sich richtig gut an, muss ich sagen. Ja. So, ihr Lieben, da bin ich wieder und das war unser lieber Vincenzo. Noch ein Lied habe ich eingehängt, Love, Joy and Healing, weil es passt natürlich so wunderschön auch zum Thema. Liebe ist das, was uns letztendlich auch heilt. Und darum ist das auch so wichtig, dass wir die Liebe immer wieder in uns mehren, dass wir wirklich dieses Ich bin Liebe einatmen und das auch leben. So, der Giovanni ist wieder bei uns hier und ich drehe mal eben hier die Power bisschen weiter auf, dass ihr Giovanni auch wieder hört. Und ich hatte gerade eben ihn nochmal die Frage gestellt, die Muriel vorhin gestellt hatte. Und zwar ging es um die Frage nach der Reinigung, welche Reinigung Giovanni empfehlen würde. Und vielleicht magst du noch mal ein paar Worte dazu sagen, lieber Giovanni. Also da geht es hauptsächlich um die energetische Reinigung. Das ist das, was ich vorhin mit Daniel und Muriel gemacht habe vor der Sendung, dass man eben das gesamte Energiefeld reinigt von allen Negativen. Ich habe das auch vorhin schon dem Daniel so erklärt. Ihr müsst euch das einfach vorstellen. Nicht kompliziert sein, sondern ganz einfach. Wie alles Göttliche sage ich immer dazu, ist alles einfach. Dass man, wir sind nicht irgendein kleines Lämpchen oder eine schwache Kerze, wo ein Windstoß kommt, dann geht sie aus. Nein, ihr alle seid so wie 1000 Wattstrahler. Ja? Und wenn ihr einen 1000 Wattstrahler im dunklen Wald hinstellt, dann könnt ihr euch ja vorstellen, was dann passiert. Dann kommt alles, was kreucht und fleucht, kommt zu diesem Strahler, um sich dieses Licht zu fangen oder um diese Wärme des Lichtes zu kommen. Und wenn ihr da nicht aufpasst, ja, dann werden sogar am Himmel oben die Flugzeuge kreuzen, weil sie denken, dann kommen wir runter. So, das war jetzt ein Spaß zwischendurch. Es geht einfach darum, dass wenn ihr so ein Licht seid und alles Negative, was um euch herum ist, kommt aber auf dieses Licht, dann dringt dieses Licht, diese Stärke, diese Wärme, dringt dann nicht mehr zu eurer Seele durch. So müsst ihr euch das bildlich vorstellen. Und in dem Moment
wenn wir eine energetische Reinigung machen. Das heißt, dann nehmen wir energetisch gesehen erstmal die Schaufel und schaufeln dann mal den ganzen Dreck von diesem Scheinwerfer weg. Ja, dann wird immer mehr Licht wieder sichtbar werden. Und zum Schluss werden wir das Glas noch gut schrubben, dass das auch noch sauber wird. Und so heißt ist das mit der energetischen Reinigung. Das bedingt, dass wir unsere Chakren befreien von allen Sachen, die unsere Chakren absaugen. Danach sollten wir unser eigen Elementale, was dann bedingt, die eigenen Elementale, das sind diese Gedankenformen, die wir selbst produzieren, die produzieren bis hin zu Wesenheiten und Dämonenformen. Und die belasten unsere Energie, weil die kann man dann auch noch reinigen. Und dann die Fremdelementale, das heißt wiederum Gedankenformen, die von anderen über uns erzeugt werden. Und da hat man jede Menge in einem ganzen Leben, was wiederum Daniel jetzt gerade vorhin erfahren hat, was unwahrscheinlich sehr viel ausmacht an Wert in Bovis ausgedrückt. Denn durch diese Bovis-Messungen machen wir diese Gedankenformen sichtbar, weil man sie messen kann. Und die gebundene Seelen, die immer noch an unseren Energiefeldern hängen, die unsere Energie rauben und so weiter und so fort. Es ist so eine Riesenmenge, was auf uns einstürmt an Negativen, weil je mehr die Schwingung steigen, desto mehr ziehen wir das Negative an. Und wenn Vincenzo schreibt, dass er diese Schwingungen als belastend empfindet, kann ich ihm ganz gut verstehen und ihm auf jeden Fall recht geben damit, denn das belastet einen ganz klar. Also geht es ganz einfach darum, dass man jetzt hingeht und diese Schwingung alle befreit. Also man löst sie auf, man entfernt sie aus unserem Energiefeld und dann strahlt wieder das Ganze durch. Der Nachteil nämlich ist der, wenn diese Schwingung nicht in unserer Seele ankommt, ja, dann leidet unsere Seele, unser Energiefeld ist gehemmt, ja. Und wenn unser Energiefeld gehemmt ist, dann leidet unser buchstäblicher Körper auch darunter. Wenn der Körper leidet, dann sind die Organe mit Energie unterversorgt. Und dann wiederum werden wir krank. Oder die Organe haben alle kleine Wehwehchen, Schwachpunkte über die Jahre hinweg. Und diese kommen dann ganz groß zutage. Und dann wundert man sich, wieso das möglich ist. Also energetische Reinigung ist ein absolutes Muss in unserer neuen Zeit der neuen Energie. Wow, du sprichst mir aus dem Herzen, lieber Giovanni, muss ich so sagen, weil ich kann das alles im Herzen fühlen, dass das so ist, wie Giovanni das sagt. Und ich denke mal, den Hörern hier bei uns im Radio des Herzens geht's ebenso. Insbesondere auch, was du eben über erdgebundene Seelen sagst, da habe ich selbst auch schon vor langer Zeit, was heißt lange Zeit, 2-3 Jahre ist jetzt her, eine Aura-Reinigung nach Babaji durchgeführt bei mir. Und die ich mittlerweile auch mit den Kursteilnehmern durchführe, bevor wir also mit den Schöpfermethoden überhaupt anfangen. Und da konnte ich damals wirklich wahrnehmen, wie diese Seelen aus meiner Aura aufgestiegen sind. Und das fühlte sich so schön, so leicht, so rein hinterher an. Also ich habe mich wirklich leichter gefühlt und ich glaube, das ist auch wirklich keine Einbildung gewesen. Oder wie siehst du das? Ja, Daniel, ich wollte nur sagen, die Yvonne Sonne schreibt hier, kann man bei Gio lernen? Ja, sicher, ja. Man kann alles lernen bei uns. Man kann sogar, bieten wir diesen Workshop zum Reinigen lernen, bieten wir sogar über Skype an. Findet man alles auf der Praxis-Webseite. Man kann alles lernen. Es gibt keine Unmöglichkeiten mehr. Und ich finde einfach, man sollte das als Vorsatz nehmen, dass sein Energiefeld reinzuhalten. Das ist mit das Wichtigste in dieser Zeit.
Ja, also wenn man den Giovanni so reden hört, dann ist die Frage ja fast schon überflüssig. Natürlich kann man bei ihm lernen, denn er kann sich sehr, sehr gewählt ausdrücken und er kann sehr gut hineinfühlen man braucht oft gar keine Frage stellen und er weiß schon genau, was du eigentlich möchtest oder was dein Problem ist. Und die Webseite vom Giovanni wurde vorhin auch schon hier in den Chat gegeben. Könnt ihr gerne nochmal wiederholen. Und die Möglichkeit, über Skype ihn zu erreichen oder eben über E-Mail besteht natürlich und er freut sich sicherlich auch über neue Kontakte, die dadurch entstehen mögen. Ne? Ja, auf der Webseite wird auch, wir sind zu zweit hier, die wir arbeiten, Ulrike und ich. Und ich meine, Ulrike macht das genauso gut wie ich, wenn nicht noch besser, weil sie eine Frau ist. Und als Frau ist sie manchmal viel, viel gefühlvoller und kann viel besser auf jemanden eingehen. Ich bin da manchmal wie ein grober Holzklotz. Ich mache da immer auch, wenn wir Aura-Chirurgie-Behandlungen machen, ich mache das grob und Ulrike, die glättet dann immer die Wogen hinterher, weil sie viel feinfühliger ist für diese Arbeit. Ne? Also sie arbeitet genauso mit und auf der Webseite findet ihr unsere beiden Adressen. In Skype, da könnt ihr uns jederzeit hinzufügen und uns anschreiben, wann wir dann Termine frei haben, um sowas durchzuführen. Ist gar kein Problem. Ja, sehr schön. Und das ist eben auch Sinn und Zweck des Radio des Herzens. Das soll ein Ort sein, wo wir uns begegnen können. Also wir haben schon ganz wunderbare Menschen hier getroffen. Wenn ich zum Beispiel an Vincenzo denke, den ihr gerade gehört habt, er ist irgendwann zu uns gekommen und dann habe ich seine Webseite besucht, habe festgestellt, Mensch, der macht ja Musik. Und dann haben wir von Vincenzo zwei CDs geschickt bekommen und haben seitdem auch seine Musik hier im Radio des Herzens gespielt. Wir kennen uns jetzt, ja, es ist schon ein Jahr, denke ich mal, ne? Kennen wir uns schon und wir haben schon viel Freude zusammen gehabt. Beim Vincenzo kann man übrigens auch viel lernen. Ein ganz, ganz feiner Mensch auch. Und natürlich, so wie der Vincenzo, noch viele andere. Ich könnte jetzt noch einige weitere erwähnen. Zum Beispiel Sidonia. Und da wollte ich eigentlich mal auf das nächste Thema kurz zu sprechen kommen. Ich hatte nämlich gerade mit dem Giovanni, als wir vor der Sendung uns unterhalten hatten, herausbekommen, er hat auch mit Naturwesen Kontakt. Kann ich das so sagen, Giovanni? Ja, durch meinen, durch unseren Wissen, den wir bei uns haben. Aber an sich hat Ulrike schon viel früher damit angefangen, weil sie eine, ich sage immer, sie ist meine Meisterfee und sie hat einfach diesen grünen Daumen und sie, das ist herrlich, wie viele Feen wir hier zu Hause in ihren Blumen sitzen haben, die man aus. Also ich kann die Feen nicht genau sehen, aber ihr Energiefeld und wie sie sich bewegen, das ist schon eine wunderschöne Energie in dem Moment, in diesen Räumen, wo sie die Blumen hat. Ne? Ja, also ich hatte dir ja vorhin auch gesagt, Sidonia, sie hat ja gerade hier das lachende Smiley reingesetzt. Ja, ich wollte gerade fragen, Sidonia, jetzt hat sie schon geschrieben, ich weiß, ich sehe sie. Also Sidonia kann natürlich auch über Entfernungen Naturwesen wahrnehmen und sie kann sich also in die Energie reinfühlen. Und sie hat gerade eben für dich bestätigt, dass da viele sind. Es sind viele, schreibt sie. Ja, so habt ihr sicherlich auch die Möglichkeit, mal euch über Skype auszutauschen, über dieses wunderschöne Thema. Und Freuen, ja. Ja, glaube ich, ne? Und wir sind ja wirklich auch angesteckt worden von Sidonia und wenn ich an unsere Events denke, da hatten wir also, ich hatte dir ja vorhin, Giovanni, den Sibelius mal gezeigt, ne? Dieses wunderschöne Püppchen, ich sag mal Püppchen dazu, das hört sie gar nicht so gerne und Sibelius auch nicht, denn das ist ja wirklich die Energie dieses Kobolds darin und die kann man auch wahrnehmen. Also ich habe das wirklich ganz intensiv wahrnehmen können. Ich habe vorher also mit Energien noch gar nicht so viel wahrgenommen, aber als der Sibelius dann hier in mein Leben kam durch Sidonia, die dann uns besucht hatte, hier in Tarmstedt, da habe ich diese Energie wirklich ganz intensiv gespürt und das ist eine schöne Energie. Und die Naturwesen sind letztendlich ja auch hier, um uns zu helfen, letztendlich diesen Aufstieg oder diese Schwingungsanhebung auf eine Weise mitzumachen, dass wir wirklich keine großen Probleme damit haben. Und wenn wir es dafür öffnen, das ist natürlich wichtig, weil wenn wir sagen, naja, okay, ich glaube da nicht dran und diese ablehnende Haltung halt immer, die wir Menschen oft haben, die sollten wir grundsätzlich auch ablegen, weil es gibt so viele Dinge,
die wir einfach gar nicht wahrnehmen können, aber die trotzdem da sind. Ich weiß noch, damals in der Zeit, wo ich den Menschen gepredigt habe, wie oft haben sie dann gesagt, ich glaube nur das, was ich sehe. Und dann habe ich gesagt, naja, Strom sieht man auch nicht, ne? Und fassen Sie mal eine Steckdose. Die Auswirkungen spüren Sie sofort, ne? Ja, und von daher sage ich, Naturwesen sind da und ich öffne mein Herz dafür und das tut mir gut. Interessant bei den Naturwesen ist eben, dass sie ja schon in einer Dimension weiter sind als wir und dass sie gerade dadurch uns helfen, dass wir das verstehen lernen, was sie tun. Und das kann ich wiederum nur bestätigen mit dem, wie sie die Energie aus der Nahrung rausziehen, dass wir das genauso lernen, denn das ist unsere Ernährungszukunft, sage ich einfach dazu. Ja, ganz genau. Und da kenne ich so schöne Geschichten, gerade wo du sagst, sie ziehen die Energie aus der Nahrung. Da hat Sidonia dann, als sie hier gewesen ist, wir waren dann einkaufen gewesen, dann sagt sie, ah, ich sehe sie, die Kobolde sind uns gefolgt hier in den Laden. Und wo sind sie? Am Süßigkeitenstand und ziehen die Energie aus der Schokolade raus. Und das fand ich zu schön, ich musste so lachen. Und ja, dann habe ich natürlich auch dran gedacht, wie du letztendlich jetzt auch in die Prana-Ernährung gehst und die Energie praktisch auch wie die Kobolde oder wie die Naturwesen aus der physischen Nahrung rausziehst für dich, ne? So ist es. Ja, sehr schön. Das ist höchst spannend und ich könnte hier stundenlang mit dem Giovanni über solche Themen reden, weil wir sind irgendwo in einer schönen Schwingung und ich denke mal, euch geht's genauso und das will ich ein bisschen unterstützen jetzt nochmal mit einem bisschen Musik. So, ihr Lieben, da bin ich wieder und ich habe ein sehr interessantes Gedankenaustausch mit dem Giovanni hier noch gehabt und ich möchte euch dann natürlich auch daran teilhaben lassen. Denn vorhin kam auch die Frage im Chat, ich glaube Yvonne Sonne war das gewesen, inwiefern Gaia oder Mutter Erde oder unser schöner blauer Planet in Bezug auf die Schwingungsanhebung reagieren wird. Und da hat gerade eben Giovanni was sehr Interessantes zugesagt und vielleicht magst du nochmal diesen Gedanken so zusammenfassen, wie du es eben gesagt hast. Es geht darum, dass sehr viele sogenannte Erleuchtete, sage ich dazu, denken, das war mal diese New Age-Bewegung, die dann immer gesagt hat, mit Liebe und Licht erreichen wir alles. Und dem wird leider in der Form nicht so sein. Also wir sollten uns schon bewusst sein, dass auch im Außen sehr viel passiert. Gaia wird sich reinigen. Gaia wird atmen, Gaia wird sich bewegen. Auf meiner Website habe ich sogar eine Animation drauf, wie die Erdplatten mal vom Ursprung, wo sie zusammen waren, auseinandergedriftet sind, durch Polveränderungen und so weiter. Und das wird alles kommen. Das wird nicht einfach so sang- und klanglos an uns vorübergehen, weil wir das vielleicht im Ego wünschen. Im Gegenteil, diese Sachen sind am Laufen durch diese Swarm-Satelliten, die jetzt anscheinend jetzt so unwahrscheinliche Erkenntnisse senden über diese Bewegungen und Magnetfeldveränderungen, wo sie ja jetzt einfach staunen, die Wissenschaftler, oder geben wenigstens vor zu staunen. Wir anderen, wir haben diese Dinge schon vor 3-4 Jahren gesagt, dass das so kommen wird, weil das einfach Aussagen sind von der geistigen Welt, dass wir uns ein bisschen rüsten sollten oder vorsehen sollten, ohne selbstverständlich Paniketue oder Panikmache hier groß zu veranstalten. Wir sollten auf jeden Fall für das Notwendigste sorgen, ja, dass wir zum Beispiel eine kleine Reserve Wasser haben oder wenn wir das nicht möglich machen können, ein paar Flaschen MMS, diese Tropfen, um Wasseraufbereitung zu machen, sodass wir aus relativ schlechtem Wasser auch gutes Wasser, Trinkwasser machen können. Wir sollten auch vielleicht vorsehen, dass wir immer einen kleinen Vorrat an Kerzen haben, wenn wir Stromausfall haben. Und wir sollten auch vielleicht vorsehen, wie ich das auch persönlich gemacht habe,
Ich habe das auch in einem von den Videos erwähnt, dass wir eben ein paar Gaskartuschen haben mit Campingkochern, sodass wir uns eben auch mal Wasser abkochen können. Oder zur Not, für mich persönlich jetzt nicht mehr vonnöten, aber für meine Partnerin oder eben auch für andere, die noch nicht sich das Essen so gewöhnt haben, wie wir anderen, dass die sich aber weiterhin so ernähren könnten, dass sie nicht jetzt einen Schock bekommen durch einfaches Nicht-mehr-Essen und so weiter. Man sollte nicht nur an sich denken, sondern auch an andere. Das ist mal dieser Punkt. Dann sollte man auch gewappnet sein, was das Geld angeht. Ja, ich persönlich habe das auch erwähnt, dass ich ich bin kein reicher Mensch, überhaupt nicht. Ich lebe auch von der Hand in den Mund. Und trotzdem habe ich mir so ein paar kleine Goldplättchen gekauft von 1 Gramm, weil ich einfach vorbeugen möchte, weil das Bargeld abgeschafft ist, ja. Und die Banken dicht machen, dass ich dann immer noch irgendwelche kleinen Mittelchen habe, um vielleicht anderen zu helfen, zum Tauschen. Und so 1 Gramm Gold, das wird nachher das 100-fache wert sein, wenn mal kein Flüssigkeit mehr da ist. Also in dem Sinne, nicht Panik verbreiten, sondern ganz wohl überlegt diese Dinge nachfragen bei eurer geistigen Führer oder einfach drüber nachdenken und auspendeln, wenn ihr pendeln könnt, ob das denn so für euch persönlich nützlich wäre, wenn ihr euch einen kleinen Vorrat eben in irgendeiner Form anschafft oder wenn es nichts anderes ist, dann kauft einfach ein paar Kilo von Grundnahrungslebensmitteln ein, sodass ihr nachher mit Tauschmittel habt, dann zudem zu der Zahlungsweise werden wir wohl und übel wieder zurückkommen. Und dann ist es gut, wenn man vielleicht ein Zentner Zucker hat, um den Menschen, die an Zucker dranhängen, mal für ein paar frische Salate dann 1 Kilo Zucker geben kann oder was weiß ich, wie das vonstatten gehen wird. Auf jeden Fall sollte man in diese Richtung denken oder umdenken. Das war mein Hauptgedanke. Ja, sehr schön. Giovanni der Graal. Auch praktische Tipps hat er für uns auf Lager. Sehr gut. Und ja, es ist wirklich so, es wird natürlich etwas geschehen. Und wie Giovanni auch sagt, es ist natürlich nicht angebracht, in Panik zu geraten, vor all den Dingen, die da geschehen könnten. Da spielt das kleine Ego auch wieder gern mit und versucht natürlich, uns da so ein bisschen Angst zu machen. Angst ist natürlich der schlechteste Berater. Wir haben gestern gerade einen Film gesehen, da ging es um einen Atomkraftwerksunfall und die Menschen sind in Panik geraten, weil es diese Wolke kam und atomaren Regen runterschütten wollte und auch getan hat. Aber Panik, und das konnte man in den Bildern sehr schön erkennen, führt letztendlich zu noch mehr Chaos. Und das ist natürlich das, was wir gar nicht wollen. Wir wollen wirklich den Weg der Liebe gehen. Und gerade wenn Dinge geschehen, die uns vielleicht vom Ego her, von dieser Ebene her Angst machen, dann wirklich in der Liebe zu sein. Und wie Jeschua so schön sagt, das Reich Gottes ist in deiner Mitte. Also aus der Mitte heraus, da wo dein Herz ist, wo deine Liebe ist, deine Energie ist, von da aus dich führen und leiten lassen dann. Und dann ist es auch wirklich wichtig, dann auch sein Herz wahrzunehmen. Was will es mir sagen jetzt in diesem Moment, wo vielleicht mein Ego mir Angst machen will, ne? Ja, das ist schon so. Aber man sollte auf keinen Fall sich durch irgendeine Art und Weise von diesen Energien der Ängste anstecken lassen. Ne? In seiner Mitte sein bedeutet ja auch, dass man hingeht und sich überlegt, was das für mich im Endeffekt bringt. Wenn nichts mehr da ist, dann ist es für alle gleich. Ja. Die einen so gut, die viel im Überfluss hatten, wie uns andere. Nur uns anderen, die wir weniger hatten, ne, uns fällt es viel leichter, uns dieser neuen Situation anzupassen, als die, die viel loslassen müssen. Ja. Okay, jetzt kommt hier die Frage von Jutta.
Also Flümli. Und die Frage kann ich auch total nachvollziehen. Ne? In welchem Zeitrahmen soll denn das geschehen? Da würde ich jetzt mal ganz grob drauf antworten. Jeschua sagte mal, Zeit und Stunde weiß niemand. Und ich glaube, das ist heute auch noch so. Ne? Ja, für mich, es gibt leider immer wieder Channelings, die sich dann verleiten lassen, ja. Da über Zeiten oder über Daten zu schreiben. Irgendwo habe ich wieder mein Datum gelesen. Und wenn man, ich gebe jedem den Rat, da absolut in der Ruhe zu bleiben. Ja, wie Daniel richtig sagt, es gibt keine Zeit im Universum, schon gar nicht. Niemand kennt den Zeitpunkt. Und wenn irgendjemand ein Datum aufbauscht und sagt, dann wird das und das eintreten, ich glaube, diesen Monat war es der 27. Das wäre ja dann in ein paar Tagen, zwei Tagen, soll dann irgendwas passieren. So, dann soll man bei so einem Channeling einfach hingegen den Pendel fragen, bitteschön, Joshua, sag uns, sollen wir da was unternehmen oder nicht? Oder ich frage dann immer, wie viel Wahrheitsgehalt ist in diesem Channeling drin? Ja, das ist ja einfach die Methode. Sobald es unter 60% ist, dann streiche ich das Channeling, dann gucke ich es gar nicht mehr. Wenn es selbstverständlich über 60% ist, okay, dann ist es für mich akzeptabel, es zu lesen. Und diese 40% oder die mir fehlen, ja, die leite ich dann auf das Datum ab und den Rest nehme ich dann an. Also dann ziehe ich mir dann wiederum auch da das Beste, Positivste raus und so sollte jeder verfahren. Nie in Panik kommen, wenn ein Datum oder eine schlechte, sogenannte schlechte, aufrüttelnde Nachricht kommt, das mache ich nicht. Das war übrigens auch ein sehr schöner Hinweis jetzt gerade von dir, dass man das auch im Pendeln messen kann, wie viel Wahrheitsgehalt in der Aussage eines Channelings ist. Und wir haben ja hier auch immer wieder mal ein Channeling, was wir vortragen und auch darüber sprechen dann. Und ich habe es bisher immer so gehalten, dass ich das Channeling gelesen habe vorher und mein Herz sagt mir dann, das ist gut oder na, lass mal lieber sein. Ich habe also nie den Pendel gefragt, was natürlich eine gute Möglichkeit wäre, jetzt mal ganz präzise zu wissen, sind es 50% mehr oder weniger? Und dann zu sagen, wenn es weniger als 50 oder wie du sagst 60 sind, dann lassen, weglassen und sich einem anderen Channeling zuwenden, wo es vielleicht 70, 80 oder mehr Prozent dann anzeigt, der Pendel. Ne? Sehr schöner Hinweis, danke dafür. Ja, ihr Lieben, die Zeit, ja, ist zwar Illusion, trotzdem rückt sie vorwärts und wir kommen so langsam unserem Sendeende, 23 Uhr, da sage ich dann meistens kurz Nächtle und lege noch ein bisschen Musik auf, so wollen wir es heute eigentlich auch handhaben. Möchte an der Stelle schon mal ganz, ganz lieben Dank erstmal an Giovanni, dem Gral, sagen für deine Offenheit, für deine Informationen und auch für die Schwingung der Liebe, die durch dich rüberkommt. Ich bedanke mich an sich bei allen Zuhörern ganz herzlich, bei dir, Dani, und deiner Lieben, für eure lieben Empfang. Ich bedanke mich, dass ich hier ein bisschen weiterhelfen durfte. Und wie gesagt, meldet euch einfach zahlreich. Wir stehen gerne zur Verfügung, auch darin, euch zu helfen, weiterzukommen in eurer Entwicklung über die Reinigung, die im Moment das Wichtigste ist für uns alle. Namaste an euch alle. Da schreibt gerade jemand, Gast 275, das muss erst mal auspendeln, ob ich schon Schluss machen darf. Das finde ich schön. Und ich wollte die Gelegenheit einfach nochmal nutzen, auch mal in die Runde zu fragen, es sind noch 18 Hörer jetzt da, wie es euch gefallen hat und ob ihr vielleicht den Giovanni, den Gral, nochmal wieder haben möchtet hier im Radio des Herzens. Also da würde ich ganz gerne mal die Frage an euch richten und mal gucken, was da für Antworten kommen. Und ich frage mal Giovanni, wärst du bereit, noch ein weiteres Mal ein Interview zu geben? Ja, sehr gerne sogar. Und das würde mich zum Beispiel freuen, damit ich nicht immer im Vordergrund sitze, dass wir dann zum Beispiel meine Partnerin Ulrike mit dazu nehmen. Und sie hat so viel mehr Erfahrung, sage ich mal, dazu, wie ich.
dass wir da ohne Probleme eine kleine Runde, Gesprächsrunde machen können, wo wir sehr viel über unsere Arbeit erzählen können. Und dass nämlich das Erzählen über das, was man gearbeitet hat mit Kunden, das bringt genau die Werte, weil sich jeder dann in irgendeiner Situation wiederfindet und weiß dann, okay, das ist der Weg, da muss ich vielleicht korrigieren, denn diese Plauderei, sage ich immer, ist viel, viel, viel erfolgreicher und davon lernt man viel mehr, als wenn jetzt ein sturer Vortrag nach Formen und Nomen gehalten wird, der gar nichts bringt. Das sehe ich genauso, lieber Giovanni. Und wenn du mal in den Chat guckst, du hast ihn ja auch vor dir da, dann siehst du alles Zustimmung. Und der Gast 275 sagt 100%, sagt sein Pendel. Giovanni muss wiederkommen. Und ganz viele Danke sind da. Und ja, ich würd sagen, das machen wir auf jeden Fall. Und mein Vorschlag wäre einfach an der Stelle auch, dass wir es vielleicht wieder Mittwoch machen, vielleicht schon nächste Woche, wenn du magst. Denn da sind ja schon wieder Ja, ganz andere Energien. alles klar. Vielleicht magst du noch mal kurz was sagen, weil als wir eben unter uns waren, hast du noch mal die Energien gemessen oder willst du das bis morgen für dich behalten? Nee, also wenn du sie mir jetzt schon wieder sagst, weißt du den Wert noch? Ich weiß nur noch, dass du irgendwie das 14-fache von heute, aber den Wert weiß ich Also nicht mehr. heute Morgen habe ich gesagt, das 13,7-fache. Genau. So, Das wer weiß. heißt, die Schwingung ist schon wieder enorm gestiegen. Im Moment, ich bin jetzt mal ganz kurz wieder mich verbinden. Irgendwas mit 100 und noch was. Über 200 waren es, glaube Ja, 276. ich. 276, also wer auf dem Laufenden ist. Millionen, ne? Ja, sag's nochmal eben, das ist, glaube ich, untergegangen. Morgen war sie, Moment, ich gucke schnell, ich hatte sie gerade. Heute Morgen war sie auf 17,4. Und jetzt sind 200 und, wie war? 76. 276, also. Ja, so morgen früh ist sie dann weit über 300. Wow. Ja, da fragt man sich Das ist wirklich. wieder eine Spitze auf dem Diagramm. Ja, die energetische Welle, ja, wollen wir mitsurfen? Ja, wir sind dabei, ne? Ja, also die galaktische Welle, wenn du möchtest, dann kann ich gerade über diese Welle nächsten Mittwoch eine kleine Erklärung abgeben, was genau diese Welle ist, ne? Und wieso, dass wir sie eben in der Form so empfinden und was genau mit dieser Welle laut biblischen Vorhersagen gemeint ist. Das ist ein sehr großes Fragezeichen, wo sehr viele Menschen nicht immer richtig verstehen, weil sie buchstäblich auf einen Auftritt von Jesus warten und dabei ist er schon längst hier. Und das kann ich dann ein bisschen erläutern, wenn du Wow, möchtest. sehr schön. Also das fühlt sich sehr, sehr gut an und ich glaube, das finden unsere Hörer auch klasse. Wollen wir surfen? Fragt Renate. Klar, wir sind dabei, ne? Wir sind ja mittendrin. Und die nächste große Welle ist gerade im Anmarsch. Morgen früh, kurz nach 9 oder wann stellst du mal die Zahlen ein? Ich glaube, 9:30 oder so, ne? Ja, so spätestens um 10 stehen die Zahlen im Internet, ne? Spätestens um 10 Uhr wirst du dann wissen, wie hoch die nächste Welle ist, auf der du dann surfen kannst. Ja, wunderschön. Lieber Giovanni, ganz, ganz lieben Dank. Namaste. Das war ein sehr schöner Abend, sehr spannend, sehr interessant und wir werden das wiederholen nächste Woche Mittwoch wieder 21 Uhr. Ich freue mich drauf und sage dir von ganzem Herzen Danke, wünsche dir schönen Abend und natürlich, wenn deine Ulrike, oder wie heißt sie jetzt? Ja. Ulrike, ne? Wenn sie dann nächstes Mal dabei sein möchte, unbedingt gerne. Ja, dann können wir zusammen gerade, sie hat sehr viel Erfahrung auch in den Dingen und das freut mich dann, wenn sie auch nicht nur abseits sitzt, sondern mit sich beteiligt. Ne? Da freue ich mich sehr drauf. Ganz liebe Grüße von mir, von Muriel und auch von den Hörern, die noch da sind. Und wünsche euch noch einen schönen Abend, ihr Lieben. Vielleicht noch ein bisschen Musik beim Radio des Herzens. Vielleicht mögt ihr noch mit drin sein. Halbe Stündchen Okay. ungefähr senden wir noch dann, ne? Alles Liebe und danke, lieber Tschüss. Giovanni. Tschüss. Ja, ihr lieben Seelen hier im Radio des Herzens. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Und,
Ja, wir haben fast 23 Uhr. Darum werde auch ich mich jetzt langsam von euch verabschieden. Werde noch ein bisschen schöne Musik spielen natürlich und bleibt gerne noch ein bisschen hier. Im Chat bin ich auf jeden Fall noch dabei und werde auch ein bisschen noch schreiben dann, wenn noch interessante Fragen kommen. Giovanni sitzt vielleicht auch noch am PC und schreibt vielleicht auch noch und antwortet auch noch gern. Ja, dann alles, alles Liebe euch und ich habe jetzt einen Titel aufgelegt von Katharina Ehrlis und das passt auch zum heutigen Thema, denn Giovanni hat es mir wieder gesagt, Folge der Melodie deines Herzens. Ein wunderschöner Titel. Mit diesem Titel schicke ich dich dann in die Nachtruhe. Alles Liebe euch, schlaft schön und Namaste, Ananascha, wie auch immer. Euer Denisa Veras, bis zum nächsten Mal. Tschüss.